Auf geht's in die nächste Reihe. Drei Luftmaschen. Locker bitte, weil ihr müsst dann in die dritte Luftmasche immer wieder einstechen. Ne? Wenden, so dass jetzt wir wieder auf der Hinreihe sind, sieht man immer an dem Faden. Ja, der ist auf der rechten Seite, also Hinreihe ist der auf der linken Seite, der Seite auf der Rückreihe. Nicht hier einstechen. Da haben wir jetzt gerade das Stäbchen rausgearbeitet, das Ersatzstäbchen und auch für die Höhe das Stäbchen, die drei Luftmaschen, ja. Nicht hier einstechen, dann werdet ihr so, ihr werdet schief. Ihr nehmt dann immer mehr zu und das ist nicht das, wir haben ja unsere Zunahmestellen gearbeitet. Also bitte da die zweite. Der zweite Maschenkopf ist der richtige, wo ihr einstechen müsst. Jetzt häkeln wir uns mit jedem Maschenkopf. Ihr wisst ja, die Maschenköpfe liegen links vom Maschenkörper. Also hier oben, ganz oben, habt ihr eure Faust liegen. Zwei Maschenglieder. Ja, obendrauf. Die Lücke, wo dann hier das eine Maschenglied noch drunter herguckt, nennt sich dann, das Ganze nennt sich Maschenkopf. Das lange hier, was wir Stäbchen nennen, heißt aber auch gleichzeitig Maschenkörper. Und das hier unten, die Luftmaschen, ist jetzt der ja, Boden sozusagen, ja. Die Luftmaschen ist der Keller, also unser Boden, damit alles funktionieren kann. Ist der Keller vom Haus sozusagen, damit alles auch fest stehen bleibt und nichts mehr einkrachen kann. So, also immer links von den Maschenkörpern Stäbchen gleichzeitig genannt einstechen. Ach, das habe ich gar nicht, meine Täler mache ich aber jetzt sofort. Mit Maschenmarkierern. Ah ja, und hier nochmal so eine verteufelte Situation. Ihr müsst da nochmal rein, weil da das Stäbchen muss noch, das darf nicht ausgelassen werden, obwohl, warte mal, ich muss selber erstmal schauen jetzt hier. Nee, Quatsch, was laber ich? Ist richtig. Das ist euer erster Maschenkopf von den zwei Maschenköpfen, die ausgelassen werden müssen. Maschenkopf 1 muss ausgelassen werden, Maschenkopf 2 auch, Maschenkopf 3, Maschenkörper, ja, hier Maschenkörper und da Maschenkopf Nummer 3. Da müsst ihr rein. Euer nächstes Stäbchen häkeln. Ich mache mir jetzt da sofort einen Maschenmarkierer rein, bevor ich das wieder vergesse, damit ich weiß, dass da mein Tal ist. Jetzt geht's weiter. In die Spitze. Hocharbeiten zur Spitze. Spitze ist ja nun ganz, oder auch Zacke ist ja nun ganz einfach, ja. Also in die Lücke einfach zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Aber wenn man es nicht weiß, ist es schwer. So, das gebe ich mal ganz ehrlich zu, eben gerade so. Entschuldigung. So, da ist unser nächstes, also unsere erste Zacke.
Jetzt müsst ihr da noch mal rein, weil der Maschenkörper, das Stäbchen, ja, hier, der gehört da noch zu. Der muss noch mit behäkelt werden. Immer links vom Maschenkörper. Das ist noch der Maschenkopf, der mit behäkelt werden muss. Und jetzt könnt ihr in die Lücke hier einarbeiten. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Spitze gearbeitet. Und wo geht's nur weiter? Ganz einfach. Maschen hier, Maschen. Körper links davon, da Maschenkopf, da müsst ihr rein mit eurem ersten Stäbchen nach der Zunahme. Gerade mal geschaut, meine Fingernägel sauber sind, aber das sind sie. Muss ja nicht sein, dass man im Video Dreck sieht, ne? Hätte ich sonst nämlich eben jetzt weggemacht. Aber alles gut. Gott sei Dank. Warum häkelt man nun zwei Stäbchen in die Lücke? Ganz einfach. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen wäre, ja, dann bleibt alles gleich, dann nimmt man nämlich nicht zu. Aber zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, dann nimmst du auf jeder Seite von der Zacke ein Stäbchen zu. Man nimmt also langsam zu. So soll es ja auch sein. Aber eben halt auch in jeder Reihe. So, unser Tal haben wir wieder. Da Maschen, Körper. Hier ist der erste Maschenkopf. Wir müssen also jetzt zwei auslassen. Da dürfen wir also auch nicht rein in diesen Maschenkopf hier. Zweiter Maschenkörper, Maschenkopf, sondern erst hier in die Nummer 3. Wir müssen ja wieder 2 auslassen. Da häkeln wir jetzt unser nächstes Stäbchen rein und ich mache mir da jetzt auch ganz schnell meinen Maschenmarkierer rein, weil ich komme nämlich selber sonst durcheinander. Und das ja nicht im Sinne des Erfinders. So, weiter geht's. Maschenköpfe häkeln mit Stäbchen. Wieder, da ist euer letztes Stäbchen vor der Lücke, also auch links davon Maschenkopf, da müsst ihr rein. Und jetzt, ups, in die Lücke hier, ja, da, hier in diese Lücke, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen. Und zwei Stäbchen. Weil Zunahme. Also irgendwie wollen die Leute mich alle heute ans Telefon kriegen. Ich will aber nicht.
Das wird ja sozusagen hier, ja, ob man es Rundpasse nennen kann, ich glaube schon, weil wir ja mehrere Zunahmestellen haben, ne? Ob ein Ragnar von oben. Ragnar ist es eigentlich nicht nach meiner Ansicht nach, weil, wie gesagt, wir haben hier mehrere Zunahmestellen. Ragnar wären ja nur vier Zunahmestellen. Also ich sag mal, es ist eine Rundpasse. So, und hier haben wir wieder unser nächstes Tal zu arbeiten. Eins, zwei. Diese beiden müssen wir auslassen, weil da die beiden Körper dazu sind. Ja? Links davon ist der Maschenkörper. Auch nochmal links davon, das ist der zweite Maschenkörper in den dritten rein. Es ist gar nicht so einfach. Ne? Wenn man es nicht weiß, denkt man, boah, war es jetzt der oder war es jetzt der andere? Ne? Ich habe mir selber das noch einmal alles angeschaut in dem YouTube-Kanal Chris Sandy oder Chris Andy. Da wird es ganz genau nochmal erklärt. Extra ausführlich heißt der Kanal. Chris Sandy oder Chris Andy, extra ausführlich. Und da ist diese Sternenjacke drin. Und das habe ich mir angeschaut. Und deswegen weiß ich jetzt auch Bescheid. So würde ich mir selber da stehen. Wie war das nochmal? Wo muss ich jetzt einstechen? Wo war der Maschenkopf? Das ist nämlich nicht so einfach. Und da passieren dann, wie sie auch schon in dem Video erklärt, da passieren dann wirklich die meisten Fehler. Ist ja auch kein Wunder. Dann ärgert man sich und dann fliegt das gute Häkelstück in die Ecke, weil es nämlich nicht passt, weil nämlich alles irgendwie schiefgelaufen ist und oh, nee, will man nicht. Auf dem Weg zur nächsten Zunahmestelle, auch Spitze genannt. Vorletzter Maschenkopf und dann hier wieder vor der Lücke der Maschenkörper. Links davon ist euer Maschenkopf. Da müsst ihr rein. Letztes Stäbchen vor der Lücke häkeln. Dann in die Lücke zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Dann ist hier euer nächster Maschenkörper und dazu links davon Maschenkopf. Da müsst ihr wieder rein. Und dann ab ins letzte Tal, bitte. Oder ja, letzte Tal auf jeden Fall, weil danach kommt, glaube ich, nochmal eine Spitze. Es macht jetzt schon Mörderspaß. Schön. Muss ich aber wieder aufpassen. Hier Tal arbeiten. Genau. Maschenkörper vor dem Tal. Maschenkopf, Maschenkörper, Maschenkopf. Die beiden müssen frei bleiben. Faden auf die Nadel, da reingestochen in den dritten Maschenkörper. So, und jetzt habe ich keine Stäbchen, keine. Ich muss mal eben einmal hinter euch greifen. Entschuldigung, Entschuldigung. Und da mein Tal markieren. Dass da ein Tal ist. Man sieht es nämlich sonst gar nicht mehr, wo hier ein Tal ist und wo nicht und auch keine Ahnung. Es ist mein Kissen auch noch irgendwie verrutscht hier. Ah. So.
Und nun arbeiten wir dann, glaube ich, ja, unsere letzte Spitze, unsere letzte Zacke arbeiten wir jetzt. So, letzte Zunahmestelle. Hier euer letztes Stäbchen. Links davon der Maschenkopf, da müsst ihr rein. Dann in die Lücke, da hinein. Ja. Zwei Stäbchen. Upsi, das war jetzt nicht so gut. So, zwei Luftmaschen und in die gleiche Lücke, Einstichstelle, nochmal zwei Stäbchen. Da haben wir jetzt unsere Zunahme, die nächste Zunahme gearbeitet. Jetzt haben wir hier unseren ersten Maschenkörper nach der großen Lücke, nach der Zunahmestelle. Da der Maschenkörper, da müssen wir dann wieder das nächste Stäbchen reinarbeiten. So. Und nun geht's ab auf die Blende. Und dann ist die Reihe fertig. Und ich denke einfach mal, dass ihr jetzt auch dann weiter könnt. Täler und beziehungsweise Zacken. Und Täler arbeiten, denn nichts anderes wird jetzt gemacht, bis man wieder weit genug ist, bevor das unterm Arm geschlossen werden kann und der Arm stillgelegt wird. Dann ist nämlich der Ärmel, wenn es ein Sommershirt werden soll oder Sommerjacke, fertig. Also mit dem Arm. Nicht das ganze Teil. Das wäre ja für eine Puppe was zum Anziehen. Entschuldigt. Nee, ab. Danach geht es noch lustig mit dem Körper weiter. Eine ganze Ecke, so lang, wie es halt werden soll. Ah ja, hier. Hier, ganz an der Seite. Da. Ja. Da müsst ihr auch noch mal rein. Bitte beide Maschenglieder auf die Nadel, ganz am Ende. Wichtig, damit ihr gerade bleibt. Wie immer. Und zack. Damit ist auch diese entzückende Reihe beendet. Ich werde gleich mal rüber zu meiner Freundin, ihr das mal anpassen, ob das obenrum jetzt weit genug ist oder ob das noch weiter sein muss für sie. Ich nehme jetzt ja sowieso zu, also ich arbeite jetzt dann meine Passe oder auch Rundpasse genannt. Gut, ihr lieben Mäuse, bis dahin, wenn ich die Ärmel zusammenhäkeln kann, die Armlöcher machen kann. Okay.